Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Spikes Abenteuer, Folge 3 oder 4. Heute mit meinem Nachbarn. Hallo. Also Schokobämme. Ja, heute werde ich euch zeigen, was man so kaufen kann und vielleicht auch sollte. Wie ihr schon sehen könnt, ja. Sind wir im Fressnapf. Das sollte man nicht für einen Hamster holen. Einen Kratzbaum. Wir werden hier vielleicht, wir hoffen, dass die Musik euch nicht zu sehr stört. Wir werden auch vielleicht ein bisschen, ach Bällchen, da wollte ich sowieso schon mal eins für meinen Hamster holen. Für einen Hamster? Weiß ich nicht. Wenn der das anhat. Ja, ich weiß. Ich hol lieber sowas. Oder sowas. Hab ich mal gefunden auf der Straße, den hab ich ausgewaschen. Hab ich schon meinen Hasen geholt. Ja. Ja. Also wir werden jetzt für ihren Hamster, also Spike, werden wir ein, zeig mal das Katzen. So, und ja. Ja, also wir werden hier für ihren Hamster, also Spike, ein paar Leckerlis und überhaupt die Ausstattung noch ein bisschen erweitern. Ja, wir sollten in die andere Richtung, weil das ist schon Hund- und Katzenabteilung. Katzenzeug, 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 Katzenzeug. Happy Mix. ja. Da wären wir schon wieder bei Kratzbäumen, was man immer noch nicht für einen Hamster holen sollte. Kann man schon, bloß er wird nicht viel damit machen. So, und hier sind wir schon beim Hamsterspielzeug, wo ich auch jetzt mal gucken wollte. Ey, das war ja mal was Geiles. So eine Karl-Badewanne für Sand. Karl? Ja, zeig mal Name. Das sieht wirklich Karl. Karl-Badewanne. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Also nee, das sollte man vielleicht dann doch nicht kaufen. So, ich lasse halt das Multifit. Futter? Kostet aber 7 Euro, so viel habe ich nicht. Das ist groß. Oder halt kleiner für Ausflug. Ja, ich will mal ein bisschen was gucken für meinen Hamster. Das habe ich gekauft. Warte. Sehr schön, oder? Ja, schön rosa. Meine Frage kurz. Wenn ihr wollt, dass wir vielleicht mal so ein extremes Movie-Challenge machen, wie jetzt schon weit verbreitet auf YouTube ist, dann gebt einen Daumen hoch und schreibt vielleicht auch in die Kommentare. Und dann werden wir vielleicht mal so eine Smoothie-Challenge machen. Und ich werde eine Badewanne kaufen. Echt? Ja. Ich hatte gedacht, hier gibt es noch hängende Kokosnüsse, aber da habe ich mich... Ach man, sind wir geil. Keine Angst. Ah. Und wie viel kosten? 7 Euro. Kannst du knicken. ja. So. Ja. Ja, Football. Kein Football, sondern ein Football. Und das ist so ein Ding. Ein Futterball halt. Ja. Ja, ich nehme so eine Toilette. Ah, Schokobämme hat das Ding runtergehauen. Genau. So. Und jetzt könnt ihr mal in den Kommentaren rechnen. Ja. So ein Käfig wäre auch noch was Cooles. Aber der kostet halt auch mehr. Natarium Sahara. Kostet aber noch nicht Euro. Also wenn ihr das Geld zusammen habt, schreibt es in die Kommentare. Alles in die Kommentare. Kommentiert euer Leben in die Kommentare. Und so ein Pack habe ich auch erst gekauft. Und das habe ich aufgerissen, aus Versehen. So ein Pack reicht über 2 Jahre. So. Solche Drops wollte ich auch irgendwann mal holen. Aber da mein Spike die nicht gerne frisst, läuft dies. Oh, ein Kilo Chinchilla-Sand habe ich aber noch genug. Den Chinchilla-Sand habe ich. Ja, Fari-Brenne. Wurzeln. Ah, gut. Wir gehen jetzt erstmal zum Frischfutter, weil ich da noch etwas hörst. Na, hörst du? Kann ich ja mal hier gucken. Rote Kolben. Hörst du? 2,95 Euro. Aber das ist eigentlich ziemlich viel drin. Nein, das sind keine roten. Das andere kostet 11,70 Euro. Ach du Scheiße. Ja. Okay, das kann man vergessen. Ja. Ja. Ich überlege mal kurz die Kamera. Also soll ich oder bist du? Na, mach du mal. Ja, wir haben jetzt mal Kamera getauscht. Hier Kratzbäume.
alle möglichen Arten. So, ja. Hier sieht die Katze. Und. Ja, warte mal kurz. Ich geh mal kurz nach einer Seite. Wir holen jetzt das. Da ist gerade er zu deinem Dings gegangen und zu deinem Partner. Ich muss zwei holen. Nee, ich bin nur eine grüne. Okay. Und da hätte ich jetzt die Hand mitnehmen können, weil sonst muss ich noch machen. Und jetzt gut. Ja, das gefällt uns nicht. Aber vielleicht gefällt es euch ja. Also wir werden jetzt keine Hintergrundmusik einfügen, sondern weil Fressabmusik hat. Na eben. Müssen wir ja unsere Energie aufbrauchen. Also hier halt mal, ich tue dabei die Kolbennuss rein. Wie viele Nüsse haben Sie? Weiß ich nicht. Mach mal 3 oder 4 Stück. Mach erstmal 3, halt ein. Ihr seht ja auch noch verschiedene Futter. Zwergkaninchenfutter von Multifit. Ja, noch so ein komisches Futter. Clipsy Pilette. Wellensittich-Futter. Ey, weißt du, da hat mein Hamster mal das Wellensittich-Futter aus dem kompletten Futter rausgenagt. Auf einmal lässt er das in meiner Hand fallen. Da konnte ich es immer saugen. Es gibt auch Heuhäuser. Das ist eine komplette Hörse. Das ist doch jetzt egal. Es muss vom Geld auch her hinkommen. Ja, hier telefoniert eine Mitarbeiterin. Mehr Schweinchenfutter von Multifit. Das reicht. Ich habe gesagt, zwar, das reicht. Das ist mein Naturfutter. Ich habe kein Futter und ich habe verschulden. Wie viel kostet es? 76 Cent. Okay. Oder 5 Kolben, weiß ich jetzt nicht. 5 Kolben für 75 Cent. Okay. Ich gebe dir auch noch was ganz Kleines aus, wenn du willst. Ich jetzt? Ja. Musst du mal rechnen. 3 Euro plus 79 Cent. Nein, 3 Euro minus 1 Euro. Also, warte. Das Ding kostet 9 Euro. Warte, ja. Das sind 79 Cent oder 78? Ja, mach mal. Das sind 76. Okay, sind also wir bei 3 Runden, Euro. Wir runden auf 1 Euro, das sind 3 Euro. Sind nein. Oh. Rund immer mal auf. Nee, will ich aber nicht. Das sind jetzt, sind wir bei 1,75 Euro. Ja. 3,75 Euro. So, und ich habe 5,25 Euro. Das Eis, ist das einfach? Keine Ahnung, such dir einfach was raus, was unter 1 Euro kostet. 1,20 Euro. Das ist auch cool. So eine kleine Transportbox für Hamster. Hängematte. Okay. Tutti-Futter. Aus dem Müll ist auch am Ende der Woche. Und da sind ja beim Bett. Ja, wir gehen zur Kasse. So ein Hamsterrad ist geil. Aber wo Hamsterrad? Ich wollte mal gucken. Ja, weiß ich. Ich war auf nur den Umweg. Hier seht ihr nochmal Katzenzeug. Happy House. Ja. Wo sind Laufräder? Ich seh dich. Und hier sind Laufräder. Okay. Ja, wir gehen jetzt zur Kasse, weil wir haben auch nicht unendlich Zeit.
auf geht's. Wir sehen gerade direkt nach der Schule, ja. Und unsere Eltern wissen das nicht. Also zumindest meine nicht. Und der Futter. Plus Hund. Ich kann es auch schon bezahlen. Wenn wir zahlen müssen, 15,56 nur in Ulm. Jetzt habe ich meine Geldbörse verloren. Ich könnte das schon mal. Und ich habe es ja auch schon. Da müsste man schon noch den Halt hier noch umziehen. Sehnsucht wäre im Moment da, aber noch brauche ich ihn. Ja. Also es kommt drauf an, sagen wir es mal so. Merkel ist normalerweise immer da. Kann natürlich auch mal raus sein. Wir machen montags immer Bestellung. Und donnerstags kriegen wir dann Ware. Das heißt, wenn sie vielleicht eine Woche bevor sie es brauchen, müssen wir anrufen. Meinetwegen bis zum Wochenende, dass man sich aufschreiben kann, dass es am Montag nicht bestellt wird, dass man in der Woche am Donnerstag mitkommt. Ja, Vorsicht, das ist direkt auf ihren Namen bestellt. Ja. Das ist da einfach nicht. 7,99 Euro. So, ja, hier sind wir jetzt beim Hundefutter. Dragon Age steht gerade an der Kasse. Und ja, jetzt Hundesticks und alles, was der Hund benötigt. Ich rede jetzt mal ein bisschen leiser. Hundespaghetti. Zwölf Minuten. Ungefähr? Na, 12 Minuten jetzt. Pass auf, das Aufnahme hier. Ja, ich sag schon mal Tisch, weil es sein kann, jetzt kackt ihr im Moment die Aufnahme ab. Okay, also ich sag auch schon mal Tschüss und wir filmen noch ein bisschen weiter. Es tut mir jetzt leid, wenn jetzt wirklich das abkackt. Hier habt ihr Hamster für Katzen. Ganz niedlich eigentlich. So, und ja, sag ich auch schon Tschüss. Also wir werden jetzt hier aussehen. Okay, mal Schaden an der Tür. Und ja. Das war's dann auch schon mit dieser Folge von Spikes Abenteuer. Kleine Einkaufstour hier. Ich sag Tschüss. Sehen könnt. Ja. Also ich sag Tschüss. Genauso wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.